Post-City sieht man sicherlich die meisten Ausstellungsexponate, die auf der Ars Electronica zu finden sind, auf einem Platz. Besonders zu empfehlen ist natürlich der Bunker. Das ist auch das, was Geld kostet, wobei es auch nach wie vor günstig ist mit nur 9 Euro. Aber es sind unglaublich viele faszinierende Exponate. Ja, man muss es einfach gesehen haben. Ebenfalls sehr interessant ist am Hauptplatz die Möglichkeit, eben auch Ausstellungsstücke von den Kunststudenten hier zu sehen. Wenn man Richtung Donau geht, ganz am Ende des Hauptplatzes auf der rechten Seite, zwei verschiedene Eingänge, verschiedenste Installationen. Ich fand das ganz lustig, wo man eine Pflanze anfassen konnte und es dann entsprechende Geräusche gab, je nachdem, wie man mit der Pflanze interagiert hat. Ich bin immer wieder fasziniert, dass sich Linz dafür entschieden hat, eben diese Art von Kunst zu fördern und sich damit nicht nur künstlerisch, sondern eigentlich auch technologisch weltweit ganz nach vorne geschoben hat. Und die Leute trifft man auch alle hier. Und ja, also eine mutige Entscheidung einer Stadt, ich glaube, in meiner Warte aus, die hat sich absolut gelohnt. Tja, ist die Ars Electronica ein Muss, wenn man sich für Kunst interessiert? Ich glaube, es ist wie immer eine sehr, sehr persönliche Meinung, die sich jeder selber bilden muss. Ich bin froh, dass ich sie entdeckt habe und für mich ist es eigentlich eine der interessantesten Kunstausstellungen. Schön, weil man eben teilweise auch interagieren kann, weil es viele Hintergründe gibt, weil es einfach auch viele Bemühungen gibt, Kunst, Mensch, Umwelt zusammenzubringen. Einfach, ja, fantastisch.